Oh, hier ist eine Truhe. Mit einer Falle. Sanja, ja. Zwei Zaubertränke. Aber ansonsten ist hier nichts, nur... Naja gut, wenn man sich so ansieht, sind wir wahrscheinlich direkt unterm Brennzein drunter. Sprich, Freund. Eine Spinne haben wir übersehen. Was steht da? Zerstört. Na klar. Ach, zerstörter Aufzug, okay. Ja, gut. Alles klar. Diesen Schlüssel habe ich in der Höhle gefunden. Ich nehme an, derjenige, der ihn bei sich trug, braucht ihn in seinem Zustand nicht mehr. Okay. Also da lang ging es nicht weiter, so können wir jetzt nach unten. Also ja, hier ging es nirgends weiter, hier ist eingestürzt und hier geht es eh nicht weiter. Also können wir jetzt durch die Türe gehen. Mir ist es gleichzeitig recht angenehm und recht nervig, dass ich eigentlich nur von Smaragdspinnen behelligt werde, nicht von Gerippen. Was sich hinter der Tür allerdings ändern könnte. Ich hab's gesagt, und da kommen sie. Aber jetzt nicht wirklich was Gefährliches. Umgehauen. Nein, nein, kein Befreiungsschlag. Na, jetzt hat er ihn schon gemacht, egal. Ich versuche mein Bestes. Okay, Frau Grimm. Sammel du mal das Zeug ein. Also ja, hier sind wir jetzt bei den Untoten. Hier ist nur eine Nische mit Pilzen, die uns nichts bringt. Da ist wieder eine Falle mit Skeletten. Okay, das sind jetzt die gut gepanzerten. Meint ihr? Bei Angroschbart.
So, da oben steht auf jeden Fall ein Skelettbogenschütze und da. Nein, nein, du nicht. Du schießt weiter auf die. Sturm über Wasser. Weißt du was? Du beschwör. Du beschwör mal ein bisschen Hilfe. Ich versuche mein Bestes. Okay, das war vor Grimm, das ist nicht gut. Mein Atem geht hoch. Mach bitte mal das Skelett weg. Faxius ist fehlgeschlagen. Ach, da oben steht noch eins sogar. Okay. So. Gwendala, verarzte mal Vorgrim. Lädis heil Vorgrim. Gwendala, heil ruhig mal deinen Bären. Der hebt ja eine ganze Weile. So. Helles Pferdocker kann ich nehmen. Folgt mir. Sanja. Falle entschärfen und Messer öffnen und eitrigen Krötenschemel mitnehmen. Das ist auch alles Alchemiezeug. Okay, den Gulmon-Tee zu mir. Da wir wahrscheinlich keine Spinnen mehr finden werden, die da auch zu mir. Mein Atem geht ruhig. So. Ja. Gwendala noch den Krötenschemel hier einsammeln. Da müssen wir durch die Falle durch. Merke, Bogenschützen können immer noch arg wehtun. Das hier war das Labor wohl dann. Na klar, arg war. Okay, nicht schön. Das bin ich, Zeritus.
So, noch das Skelett weg. Gut. Die Skelette geben auch wenigstens schön viele Punkte. Da unten sind auf jeden Fall noch mal zwei große Skelette. Mit zwei Skelettmagiern dahinter, okay. Dezeption. Na klar. Salbenfett hast du, die Sachen hast du, außer Finage. Okay. Das wird jetzt Lust... Alchemietisch, okay. Meredin, okay, noch mehr unschön. Das bin ich, Phorax. Sprich, Freund. Ich versuche mein Bestes. Für Ardo. Bei meiner Axt. Okay, du greifst Meredin jetzt an. Das ist wieder ein untoter Nekromant. Bei Angroschbart. Okay, Paralyse. Attacke. Ja. Zeritus. Ja. Sanyasa Pedra. Okay, Meredin kann uns umhauen. Nicht schön. Vorgrim und unser Bär kümmern sich gut um die Skelette hier. So, jetzt ist nur noch Meredin übrig. So ein von Benictus. Und wir klauen es zurück. Hoffen wir mal, dass sich Zwerg Hochwohlgeboren auch erkenntlich zeigt. Oh, und Meredin ist despawned. Ja. Triff Aron am Turm. Ich habe die Steinscheibe, die den Turm öffnet, gefunden. Nun muss ich Aron und seinen Drachentöter beim Eingang zum Zwergenturm treffen. Und wir haben jetzt was sehr, sehr wichtig Nices. Wir haben die Brustplatte der Flammen, die einmal Körperkraftbonus bringt. Wahrscheinlich auch von 2. Und Umwerfen Immunität. Und verdammt gute Stats hat und kaum Behinderung. Das heißt, wenn wir die anlegen, ist unsere Behinderung auf einmal auf 1. Einfach weil wir überladen sind.
Aber wenn ich das Ding jetzt zu Vorgrim gebe, damit er die anlegt, weil die etwas... Die ist nicht besser. Hat aber weniger Behinderung. Was wenigstens ein Vorteil ist.